damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Falls ja, dann macht euch schon mal bereit, wieder ein paar Gehirnzellen absterben zu lassen mit diesem Video. Es tut mir schon leid im Vorhinein. Auf Klassenfahrt war immer der, der am längsten gepennt hat, am Arsch. Zumindest war es bei den Jungs immer so. Wenn alle schon wach sind und einer noch schläft, dann wird er halt ehrenlos geweckt. Mit lauter Musik, Schlägen in die Fresse oder Wasser ins Gesicht. Aber die Jungs hier haben auch eine coole Methode entdeckt. Das ist ja mal so gottlos, wirklich. Junge, der wurde einfach mit 50 Zutaten gewaterboardet. Er hat sich in eine Backmischung verwandelt. Bah, Mann. Ihr seid schuld, dass der Arme deswegen einen Knacks bekommen hat. Der kann doch nie wieder entspannt danach einschlafen, ohne Panikattacken zu schieben, was am nächsten Morgen wohl passieren wird. Er hat das klassische Klassenfahrttrauma mitgenommen. Einen trifft's halt immer. Genauso wie es diesen Typ hier trifft. Damn, voll in die Fresse. Guten Appetit, lass es dir schmecken, Mann. POV, du willst schwänzen, aber vertraust den falschen Klassenkameraden. Oh nein, was passiert jetzt? Wo bist du? Arzttermin, sagt er. Du, irgendjemandem dein Handy übers Handy mitteilen, sagt der Arzttermin. Erstens ist das kein Deutsch, zweitens ist das keine adäquate Form der Entschuldigung. Und drittens hätte ich mir gewünscht, dass du mir das heute Morgen bereits mitteilst. Jetzt hätte ich gern, dass du mir bitte eine Bestätigung des Arztes mitbringst darüber, dass du bei deinem Arzt warst. Herzlichen Dank, viele Grüße, deine Deutschlehrerin. Oh, Junge, 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 das hört sich nach dickem Ärger an. Kein Problem, bringe ich ihn mit. Wir wissen alle, dass er niemals eine Bestätigung vom Arzt mitbringen wird. Bro, die Deutschlehrerin hat dich echt hops genommen. Deutschlehrerin 1, du 0. Und dein Kollege, der gesnitcht hat, auch eine ganz dicke 0. Ja, lese ihr das vor. Oh Mann, der Arme. Erst zerstört ihn die Deutschlehrerin und jetzt noch der Disrespect mit dem Imperativ. Heute war echt nicht dein Tag. Und wo wir gerade schon so über die Schule, deutsche Grammatik und so weiter reden, ich bin dafür, dass wir in Deutsch nicht mehr Rechtschreibung lernen sollten, sondern sowas. Das ist das, worauf es im Leben ankommt. Das ist Bildung. Ich stehe mit meinem Namen hiermit dafür, dass das der Alltag in den deutschen Schulen sein sollte. Hä? Warum schickt ihr mir sowas auf Instagram? Hört auf damit! Genau wie sowas. Und warum finde ich das lustig? Mein Humor ist echt gefickt, Mann. Aber egal, ich weiß, dass ihr genauso drauf seid wie ich. Das beruhigt mich schon mal. Ich bin immerhin nicht der einzig Unnormale hier. Willkommen im Club der Psychopathen. Vous voyez, on n'a pas le droit de s'asseoir là-bas normalement. Votre appel a été... Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est un Uber. Das wäre mir so peinlich, wäre ich das. Die beiden wollten doch entspannt nur was footen und wurden beide so gedownt. Natürlich liegt es am Schuh. Yep, der Schuh ist schuld daran, dass du nicht hochkommst. Es liegt nicht daran, dass du höchstwahrscheinlich übergewichtig des Todes. Versucht mich doch zu pranken. Es geht nicht. Wie können die Leute immer so dumm sein und darauf reinfallen? Ich bin unprankbar, Leute. Versucht mich doch zu pranken. Es geht. Ja, ich hab zwar gesagt, ihr dürft mich pranken und ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Versucht mich doch zu pranken. Leute, ich verstehe ja viel Spaß, wa? Aber meinen Hund zu erschießen? Yo, wow, 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 wow. Ich distanziere mich. Das ist natürlich nur ein Witz. Er schreibt da auch einfach noch, trotzdem guter Prank. 8 von 10. Wie 8 von 10? Wie sieht denn dann eine 10 von 10 bei dir aus? Und wisst ihr, wie eine 10 von 10 bei mir aussieht? Damn, boy. Damn, boy, he thick. Ich dachte mir letztens nichts Böses und scroll einfach mal auf TikTok. So wie ungefähr 99% vom Rest meines Tages, weil ich absolut kein Leben habe. Auf jeden Fall habe ich diesen Typen entdeckt und der trägt irgendwie immer eine Maske. Und ich habe mich so gefragt, hey Bro, wieso trägst du eine Maske? Das war eine ziemlich krasse Einleitung, oder? I wear this mask because
if I didn't, people don't talk to me and they laugh at what I look like. Ach Bro, als ob man. Wieso sollte jemand über dein Aussehen lachen, Mann? Jeder Mensch ist schön, so wie er ist, auf seine eigene Art und Weise. Und der Charakter zählt am Ende des Tages doch sowieso noch. Zieh das Ding einfach ab, Mann. Wir sind doch alle keine kleinen Kinder mehr. Ach du Scheiße, zieh die verfickte Maske sofort wieder auf. Es tut mir leid, aber bitte zieh das Ding wieder auf. Oh. Wait, did it too fast? Wait. It can't be that. Damn! Oh my god! Yo, holy sh**, der Arme, wie übertreibt der? Als hätte der ein Alien gesehen. Oh! You kind of look like Trevor from GTA. Oh Gott, er sieht wirklich genauso aus. Und wenn ich diese Haarline so betrachte, Bro, der kann nicht mal einen Edgar rocken, das wäre echt scheiße. Der kann nicht einfach so zum Friseur gehen und sagen, yo, ein Edgar bitte. Du kannst höchstens so eine Mönchfrisur machen oder so. Sieht ja auch ganz cool aus. How tall people make toast versus how short people make toast. Eins zu eins, genau so sieht das aus deren POV aus. Und genau so sieht es aus, wenn kleine Leute Speerwerfen machen. Puh, das Video heute ist echt ehrenlos. Ich darf heute Abend das Vaterunser auf gar keinen Fall vergessen, ansonsten lande ich in der Hölle. Lustiges Video und so, aber was geht mit deiner Lache ab? Das hört sich eins zu eins an wie eine Ziege. Habt ihr schon mal Frauenbasketball gesehen? Das ist echt eine andere Welt. Wie stumpf einfach dieser Ball dort abprallt. Wieso hat die gerade auf ihren eigenen Korb geworfen? Die gegnerischen Spieler rennen einfach ohne Sinn weg, dann wieder hin, dann zurück und plötzlich wirft die aus dem eigenen Team auf ihren eigenen Korb. Bro, das ist die falsche Seite, Mann. Der Coach an der Seite ist auch so fassungslos gerade. Also ich weiß jetzt schon mal, dass ich in meinem Leben niemals zu so einem Spiel gehen werde. Ich glaube, ich wäre mittendrin auch einfach so verwirrt, dass ich gar keine Ahnung habe mehr, wer eigentlich auf welche Seite spielen muss. Der Igel gönnt sich ja miese. Der saß safe noch die ganze Nacht dort und hat Serie geschaut. Und am Morgen ist er dann wieder verpennt aufgewacht und macht mir einen auf, ich bin so müde. Ja, selber schuld, wenn du die ganze Nacht so lange wach bleibst, Bro. Frühs aufstehen, um 6 Uhr aufstehen, Millionärs-Lifestyle. Hustle was, mach was aus deinem Leben, Bro. Verlass die Komfortzone. Nicht immer hier konsumieren, Entertainment da. Mach was aus deinem Leben. Okay, was laber ich? Das ist ein verdammter Igel. Falls es hier Zuschauer gibt, die ein bisschen Social Anxiety haben und introvertiert sind, ich habe hier einen Tipp, wie ihr ganz einfach euren Fremdscham überwinden könnt und euch nichts mehr peinlich ist. Macht einfach genau sowas an einem belebten Ort. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin wieder back, meine Freunde. Ich war wieder auf Roblox unterwegs, weil ich Roblox eine zweite Chance geben wollte. Leute, ich wurde schon wieder von einem Jungen verarscht, der sich als Mädchen ausgegeben hat. Leute, ich find's einfach nur geisteskrank. Ich wollte eigentlich mit TikTok aufhören und mit Roblox. Ich habe Roblox eine zweite Chance gegeben. Ich wurde schon wieder verarscht, Leute. Richtig scheiße, Mann. Er hat keine Angst vor Peinlichkeit. Die Peinlichkeit hat Angst vor ihm. Und was erwartet mich jetzt hier schon wieder? Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Toilet.
Kommt schon, jetzt knallt einfach gegeneinander. Oh. 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 Hör doch mal auf, diese Töne von dir zu geben. Wenn man das Video dazu nicht sieht, ist das unnormal sus. Oh. 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 Geil, Mann. Das war die Befriedigung, die ich heute brauchte. Das ist Qualitätscontent. Jungs und Mädels, wenn ihr nicht dieses ekelhafte blaue Wasser aus der Toilette trinken wollt, dann liked besser jetzt das Video. Los, los, ich sehe dich. Ich sehe dich. Like das Video. Komm, komm, komm. Like das Video hast du gemacht. Ich küsse doch dein Herz. Ich küsse hier. Das ist für dich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.